Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der NF March in NS17. Ja. Wir wollten noch ein, zwei Bonkes umheizen, ne? Dann bevor wir ihn fix zum Händler. Zweimal noch. Dass wir. Ja, mal schnell. Die Pike holen. Dann kann der Schlepper nämlich zum Komposter eben hinheizen. Ich hab so was von gewusst, ne? Dass der, dass wir die Ballen da eben noch fix reinschmeißen, dass der Komposter anfängt zu ran, ne? Wir müssen hier jetzt so ein bisschen auch mal Kasalan zwischendurch machen. Dass der Laden hier ans Laufen. Dann wird's mich heute verruhen. Dass der Laden hier ans Laufen kommt, dann wenn ihr mit der Poltergabel solche Aufnahmetechniken hast wie der Sven, dann läuft das nicht so, ne? Das ist dann halt ein bisschen schwierig. Das soll ja noch ein Sägewerk. Die ersten Hackschnitze werden gemacht. Wir bräuchten noch irgendeinen kleinen Schlepper, ne? Kommen wir eigentlich nicht drum rum. Aber wir haben nicht mehr so viel Kohle. Weißt du, wegen Wasser vorne und so. Weil wir müssen zusehen, dass die Zeltstofffabrik jetzt mit ans Laufen kommt. Hackschnitzel und so muss laufen. Dass die Zellstofffabrik mit ans Rennen kommt. Die Leerpalettes müssen laufen. Dass wir da ordentlich Gas geben, weil das ist das Wichtigste. Zellstofffabrik, Hackschnitzel und Komposter. Wenn wir das alles vernünftig an Rennen haben, dann können wir uns nämlich um die ganzen anderen Produktionen auch kümmern. Deswegen müssen wir jetzt Kasala machen. Ne? Ich mache heute noch eine Folge, damit das hier ans Rennen kommt. Dann habe ich aber auch ehrlich gesagt auch keine Lust. Ich bin groggy wie ein Brötchen, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich hatte wieder so ein, es ist Montag, der 30.01., weißt du, ich hatte wieder so einen entspannten Arbeitstag, weißt du. Einen richtig entspannten Arbeitstag. Da bist du auch fertig wie ein Brötchen, wenn du nach Hause kommst, weil du den ganzen Tag nichts gemacht hast. Läuft, ne? Und dann gehst du zu deinem Anleiter hin. Boah, ist ja mehr, ist ja auch andere Arbeit für mich. Nö. Dieser Schicky Feini. Oh, mein Gott, ich hab nur gedacht, Schicky Feini, weißt du? Und dann sitzt du da wieder 5,5 Stunden auf der Arbeit rum. Ich kann nicht. Das ist ja gar nicht sagen. Ich glaube, es ist mal wieder Zeit für eine Auszeit da. Dass ich Donnerstag auch als Thema. Was ist denn für Scheiße vor? Hab ich hier falsch gedrückt, ne? Ich brauche eine dritte Hand. Hat einer eine gegenüber? Wir müssen natürlich echt ganz ran. Brennstoff ist noch da. Das Farming-Tablet brennt jetzt durch, ne? Dann hab ich hier locker flockig hin. So ist es wichtig, dass wir diese Folge auf jeden Fall den Kompass damit ans Laufen kriegen. Boah, ich hab so richtig Bock auf dieses Projekt, ne? Ich bin ja ganz ehrlich. Da könnte ich manchmal so ein, zwei Projekte dafür jetzt so ein bisschen an die Seite legen. Damit du ein bisschen mehr Zeit für dieses Projekt hast. Damit das wirklich ans Rennen kommt. Ja, wir machen wir nicht. Das gibt's hier nicht. Das ist nur ein Schlag drin, ne? Paletten sind auch schon wieder da. Premium. Wir müssen aber unsere Leerpaletten rein theoretisch zur Zeltstofffabrik. Die anderen können wir hier reinfahren. Deswegen wird man sehen, dass wir die Pelletsproduktion auch so ein bisschen ans Rennen kriegen. Wie kriegen wir dich denn da weg? Du hängst ja voll im Baum. Schickram. Da habe ich ja intelligent hingekriegt, ne? Hoffentlich geht das jetzt. Wenn wir da ein Bild.
jetzt passt das nicht mehr, oder was? Wollen die mich verleppeln, oder was? Bleibt der jetzt liegen, nehmen wir jetzt einen anderen. Nix bis hier. Profi, nicht. Schon mal wieder abgesehen. Der Hubel ist aber auch schwer auszustellen. Können wir den da ganz rüberlegen? Weil wir den Deutz ja auch mal so langsam rüberfahren müssen. Ne? Machen wir eben die Handbremse raus, Svenny, dann läuft der Laden. Den hat er. Müssen wir auf die Stücken aufpassen, ne? Dann läuft das. Kann der nämlich auch direkt da rein? Die Düfen aber. Junge! Kollege! Töpfe hier Drucker? Musst du dich den jetzt zerstreuen? Nee, du bist in die schickes Papier. Du kriegst eine Signierung. Ich weiß Gott nicht noch was alle. Muss man sich doch nicht so streuen. So kommen wir von den eben rüber. Ich muss jetzt essen hoch. Ist das Gerät angemeldet? Ja. Ich kann auch zum Multi mit dem Tat rein. Die Formel. Pellets hoch. Lass hier flügen. Der steht hier doof rum. Der steht auch gerade dumm rum. Ich hab's noch gemerkt. Und der gleich zum Mehlfabrik. Ha, das läuft, Leute. Wir kommen in Schwung, ey. Nein, nein, nein. Hätte ich ja gar nicht mitgerechnet. Jetzt müsst ihr lohnen rein. Wenn ich morsch an die 17 habe ich gesagt, zeige ich euch alles und wir machen eine halbe Stunde vor. So ist der Plan dahinter. Mal voll! Wir haben eulich! Und
kann man da dahin fahren. Wir können hier nämlich auch schon so ein bisschen was produzieren. Ja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Von wegen die Sicherheit und so, weil wie habe ich den Verkehr ausgemacht? Das ist von. Das ist schon ein schöner Acker, ne? Das ist auch schön. Du kannst doch schon selber fahren, ne? Ja. Nee, so kommst du aber nie an. Ordne ich hier eigentlich die Ordner ein? Ach, nur hier? Oh, guck mal. Feld. Was? So, habe ich jetzt die Ordner? Ah, okay. So, jetzt mache ich da Feld 1. Da rein, ne? Feld 1. Da. Okay, jetzt brauche ich noch einen neuen Ordner. Feld 2. Dann mache ich Feld 2. Da rein. Müssen wir gleich weitermachen. Wo mache ich das denn aus? Ich bin Flipper. Abfahren lassen. So. Wir müssen selbst eben zum Händler fahren, ne? Ich habe einen. Kollege, Vorsicht, Svenny ist unterwegs. Der Bock, oh, ich muss so düngen, weil wir ihn nehmen wollen, ne? Wir brauchen Heu und so. Weißt du, wegen der Futternischanlage und Silage. Und die Ultima Nieten ist echt toll. Weißt du, das muss so ausdrücken, das war toll. Wir haben ja noch ein paar Maschinen rumstehen. Nichts zum Kompensieren. Nichts. Ich muss eine Billigkiste reinpflanzen. Die nächste Rutsche Ballen kommen auch gleich zur Pelletproduktion. Wir müssen hier rein. Durch Kompost. So, und hier fahren wir weiter. Aktiviert. Das war. Er ist fleißig im Flügel, er steht oben rum, er fährt weiter. Hier tun wir einen Abfahrer entlassen. Von da oben rein. Wir machen hier irgendwie ein Bildchen, habe ich gemacht. Ne? Wir gucken hier okay. Entschuldigung. So, Landfürsten. Mehlfabrik Hof. Der Rad kann ich produzieren. Ja, das ist doch schon eine gute Alternative. Wie können wir das jetzt probieren? Feld 20. Dann kommt der. Ja, ne? Gut, das haben wir. So, jetzt brauchen wir Kompost, ne? Dann machen wir ihn weg. Ey, hast du alle umgebracht, du blöd, ne? Netter Kollege, dass du jetzt mit der ganzen Bullenkiste durch den Weg schiebst, ne? Also es wäre nicht nötig gewesen.
Hättest du auch noch mit Wort und Computer zu? Was hast du denn? Warum hast du durchdrehende Reifen? Was hast du denn hier gemacht? Kannst du mir das bitte mal erklären? Ah, nee, tut mir leid, ey, so kannst du nicht spielen. Wenn die einen hier anderen wegbomben, das ist doch was für den Hintern. Müssen wir uns nichts vormachen. Dann können wir das nicht laufen lassen. Das ist ja Müll. Nee, das wollen wir nicht. Da müssen wir Gemüse hinfahren. Deswegen Kompost. Und dann kriegen wir diese Geldkassetten, dass wir doch nur diese anderen Sachen anbauen können. Ist das so, oder? Ja, wo? Oh, der Dreschkasten steht noch mal. Fast nicht. Wir schaffen das vielleicht nicht. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Bob der Baumeister, kennt ja jeder, ne? Mit Rollo. Nicht den Wikinger. Ne, mit Rollo. Der Walzel. Beschäftigt, ne? Das muss rennen, das muss rennen, das Business. Wie gesagt, da gibt es auch nicht Zeug, den wir brauchen. Ey, ich hab doch da eben jetzt 2000 Mal angeschmissen. 2000 Liter. Schon alle weg. Da kannst du gar nicht gegen arbeiten. Alte Witzke, ey, da müssen wir ja erstmal hier schickifoini, so mutig sind wir heute, ne? Schickifoini echt ist krass, man. Dann als nächstes ist es irgendwie nur ein Schlepper oder was? Dann kann der nicht. Arbeiten, wie der produziert. Alter, nein. Concentration, please. Bitte gehen Sie nicht. Wie heißt das immer so schön? Bitte gehen Sie auseinander! Es gibt nichts zu sehen! Nichts Besonderes. Strom. Am besten immer den größten Gang nehmen, ne? Dann geht's auch besser vorn. Nicht zu doll kippen. Und dann geht's gleich gleich hoch. Vorne haben wir auch die Ströme. Wo wir auch ohne noch was in der Futtermischanlage fahren müssen. Ne? Aber Kühe, das ist reine Zukunftsmucke, da brauchen wir uns nichts vormachen. Bis wir die haben,
ohnehin ewig brauchen. So, dann fährst du mir bitte wieder zum Hof. Was ist denn hier ein Plus? Okay. Das ist ja ein Pellets, ne? Was hat der? Also dann haben wir eine Mehlfabrik. Weiß ich was hat Mehlfabrik eben? Mehlfabrik? Ne, das finde ich nicht mehr eben zum Beispiel. Dann ist du. Okay, das haben wir und jetzt noch offen und hin. Raff? Guck mal, jetzt haben wir das hier auch ein bisschen aufgeräumt. Ne? Fällt mir schon ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du auch arbeiten. Würde ich mal sagen. So, ist hier schon mit produziert worden? Da fehlt Wasser, also kommt ein Stein und Pike abgehangen. Wir sind oben. Stimmen wir denn hin, dass wir da dort wiederfinden? Ich nehme es hier hin, ne? Wir sind ja Wasser und so eine Form. So, Abflug vorwärts rein, Abflug zum Händen, ne? Da können wir nämlich auch mal hier noch diese Form. Aber wir müssen auch noch ein Licht kurz zur Raffinerie anfangen, ne? Wenn wir jetzt so ein bisschen Wasser abgezwackt hier und da, weißt du, da kommt die Flüssigdüngerproduktion. Das finde ich ganz gut. Immer Chili Vanille. Ich hätte es vorne am Regen. Guck mal, unser Schmiedler ist da fleißig und bleibt. Ne? Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, erstmal so ein bisschen alte Maschinen zu nehmen, weißt du, damit wir hier an Stiefel kommen. Sonst wären wir nicht so weit hier mit dies Sorben, das Sorben, weißt du. Und wir brauchen es auch. So eben eine Zapfelstelle finden, ne? Wo wir auf Wasser rauskommen, ne? Wollen wir hier wieder wegkommen? So, wir müssen einfach hier entzapfen.
Hier sieht doch ganz gut aus. Oh, sah ganz gut aus. Betonung klar. So. Shit, Kram, werden die Laternen eingestellt, man. Ich war doch gestern noch nicht durch. Ich bin nicht dran erinnert. Hey. Gibt's hier kein Wasser? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Wovon kommen wir wieder raus? Schau mal eure da. Schicka. Nee, kein Gang. Schicka, voll im Graben versenkt. Voll die Bohne. Schikram, hoffentlich sieht er keine. Ja. Schau, das ist was so fast erstmal. Nee, du! Komm, Jung! Treck, Mann! Ich hab dir noch gar nicht Folge mehr. Oh, jetzt hab ich's echt versenkt. Wo hängen wir denn jetzt hinten fest? Vielleicht können wir erstmal so rausfahren. Das ist nicht mehr so steil jetzt, ey. Aber nice, wenn wir schön Kopfschieb folgen, ist es sicher, ist sicher. Ha, wir haben es geschafft, Leute! Schikram, ich hab mich da schon gesehen und gedacht, wir können ja wieder raus. Das ist keine günstige Stelle, das kann man nicht machen. Schikram, Schikram, du. Und wir haben den abgeschafft. Wir haben den überhaupt kein Geld für Wasser. Hier müssen wir irgendwie hin, ne? Können wir nicht produzieren, das läuft. Er fährt fleißig, er steht doof rum. Da muss ich an. Wir müssen leider wieder eine Frucht dran fahren, ne? Das kann ich jetzt. Ich wollte aussteigen, ne? Das kann laufen. Wenn's Bock hat, ne? So, wir müssen mal eben hinten gucken. Oh Mann, ey. Sind wir ewig unterwegs, bis wir durch sind, ne? Aber kein Problem für uns. Das läuft, das läuft. Hier muss Bodenbearbeitung starten. Ist hier schon irgendwas angelaufen? Ne, hier ist ja Düngeproduktion. Ne, das kann nicht laufen. Hier müsste aber irgendwie was schon fertig sein, ne? 10.000 Liter Saatgut ist schon da. Wahrscheinlich ist der Dünger schon alle, ne? Tatsache. Müssen wir nochmal Dünger kaufen, Leute. Alter, nein, das passt mir gar nicht ins Konzept, Mann. Was willst du machen?
Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.